Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar hier am Dienstag 9:30 Uhr. Wir betrachten den Euro gegenüber dem US-Dollar am heutigen Morgen, der sich hier unlängst ein Stück weit schwächer zeigt, vor dem Hintergrund, dass es ja gestern vielmehr einen größeren Tiefschlag gab, der hier zu starken Abgaben führte. Und wir hatten Euro-US-Dollar auch in der vergangenen Woche schon mal im Fokus und erarbeiteten hier diese Trendlinie, wo bereits mehrfache Auflauf- und Auflagepunkte zu sehen waren. Und diese sind hier, ja, aufgelöst worden. Die Trendlinie ist aufgelöst worden und Euro-US-Dollar hat sich hier gestern mit einem deutlichen Rückgang hier gen Süden verabschiedet. Nunmehr die Frage, was darf man daraus ableiten? Zum einen sind sicherlich viele Trendlinientrader hier ja, rausgeflogen aus ihren Positionen, Schrägstrich haben hier möglicherweise eine Short-Position eröffnet. Allerdings ist hier diesem Bereich um 1,1155, wo wir heute auch schon mal temporär drunter waren, sicherlich eine höhere Gewichtung zuzuordnen. Zum einen haben wir hier eben so einen Horizontalbereich, der sich eine Art Price Action Zone nennen kann. Es gab immer wieder Stauzonen in diesem Bereich, die den Markt hier in die eine oder andere Richtung führten. Zudem haben wir hier das 61er FIBO-Level des letzten Aufwärtsimpuls hier im August. Und es gab auch hier zuletzt im beziehungsweise Anfang September, genau in dieser Preiszone, wo wir aktuell sind, wieder mal den Auftrieb. Also hier grob zwischen 1,11 und 1,1155 hatten wir wieder Käufer am Markt. Und das ist eine Situation, die den Euro gegenüber dem US-Dollar hier durchaus in einem interessanten Bild erscheinen lässt. Faktisch negativ, dass er wieder im Bereich 1,14, 1,1455 gescheitert ist. Wir sehen diesen Horizontalbalken hier oben. Das ist nun mal hier als klarer Widerstand jetzt nochmals bestätigt werden. Insofern können wir auch hier nochmal das Ganze ein Stück weit untermauern und hier die roten Pfeile draufsetzen. Gerade mit der Schwäche eben in der letzten Woche. Genau an diesem Widerstand hat sich praktisch das Ganze bestätigt. Und das ist natürlich hier ganz klar die Definition der Deckel, der hier schon seit Anfang des Jahres jetzt drauf ist, ist weiter drauf und ja, setzt den Euro wieder unter Druck. Der Punkt ist, das Ganze wird sich erst auflösen, wenn der Markt hier deutlich über 1,1455, 1,14 rausziehen kann. Unterhalb dessen bleibt hier mehr oder weniger die Gefahr, dass Euro-US-Dollar natürlich wieder gen Süden abdriftet. Dennoch haben wir hier aktuell möglicherweise eine Chance, denn wenn der Markt hier nicht deutlich unter 1,11 zurücksackt, sondern sich eben hier durchaus wieder zu stabilisieren versucht, ja, wir haben auch hier diese Aufwärtslinie seit März, ja, da kann es ruhig nochmal hingehen. Also Richtung 1,11 im Worst Case kann es durchaus geben, aber wir sollten hier nicht signifikant unter die Marke von 1,10, 1,1030 fallen. Gerade 1,10 auch runde Hausnummer, das Level, wo sicherlich viele Marktteilnehmer drauf schielen, denn sollte es da runtergehen, dann haben wir sicherlich die Gefahr, dass der Markt hier nochmals in Richtung des nächsten Support-Levels hier bei 1,082, 1,0285 etwa absacken dürfte. Doch das ist, wie gesagt, jetzt schon viel zu weit geschaut. Der Euro gegenüber dem US-Dollar hat vielmehr hier die Chance, sofern er sie denn ergreift, hier nochmal im Bereich 1,55 um 1,1155 hier nochmal nach oben aufzudrehen. Beachten Sie dazu auch die Indizes, insbesondere natürlich den DAX und Co. Hier haben wir nach wie vor die negative Korrelation. Steigt das eine, fällt das andere und umgekehrt. Also hier sicherlich das auch weiter von Interesse, da man hier sicherlich auch den einen oder anderen Parameter ableiten kann. Der DAX hat technisch, wenn er über die 10.000 geht, sicherlich auch nochmal ein Stück weit Luft nach oben, was dem Euro hier unter Druck setzen könnte. Aber ob das nachhaltig ist, wage ich zu bezweifeln. Insofern Euro-US-Dollar bleibt hier sicherlich sehr, sehr interessant, um hier möglicherweise einen Swing Trade auf Long-Basis zu starten. Große Bild vom Tag in die Woche hat sich im Wesentlichen gar nichts geändert. Hier die Möglichkeit, wenn wir mal über 1,14, 1,1455 rausziehen, dass es dann abgehen kann. Das ist nach wie vor der Fall. Unterhalb von 1,1035 haben wir hingegen den Bären im Vorteil. Das ist hier die Situation, die sich schon seit Wochen darstellt. Also hier immer noch keine klare Entscheidung auf dem größeren Bild getroffen. Und im Stundenchart jetzt hier eben die jüngste Schwäche. Wir sind unterm Pivot Point, deutlich unterm Pivot Point, haben hier, das können wir im Chart mal mit einbringen, einen schönen kleinen Horizontalwiderstand. Hier diese Zone ist auf der Oberseite zu beachten, knapp über 1,12. Da muss es schon rübergehen, damit Euro-US-Dollar hier wieder Luft erfährt. Das sind hier praktisch die Bewegungsimpulse von gestern Abend und dann in der Nacht. Und wenn man es hier rückleitet, kann man sogar ein Stück weit ausdehnen, noch nach oben, haben wir hier einige Bewegungspunkte, die diese Zone hier interessant werden lassen.
Und das ist definitiv das, wo man sagen kann, unterhalb von 1,12, 1,1220 ist der Markt hier Euro-US-Dollar sicherlich gefährdet im Sinne dessen, dass es hier weitere Rücksetzer geben könnte. Aber 1,11, 1,50 hier diese Zone, da haben wir hier diesen Bereich, ist nicht von ungefähr und hier innerhalb dessen könnte der Euro-Bulle sicherlich versuchen, Long-Position aufzubauen. Spätestens unter 1,10 sollte man sich allerdings von diesen verabschieden, da dann sicherlich das Setup weitere Verluste klar zu präferieren wäre. Gut, in diesem Zusammenhang hätten wir Euro-US-Dollar besprochen. Gold zieht gerade auf ein neues Tageshoch raus. Mal interessant, inwiefern das Euro nachzieht, denn hier haben wir natürlich auch eine Korrelation seit langem gehabt. Das hat sich mehr und mehr abgeschwächt in jüngster Zeit, aber dennoch ganz interessant, wenn der Goldpreis anzieht, hat Euro zumindest auch Ambitionen, diesem gleich zu tun. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen heute noch einen angenehmen Trading-Tag. Nachher gibt es noch was zum DAX, später zu den US-Indizes. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.